Ja, der ist da kam es ein bisschen. 2758. This is Vasa. Again, is a crisp bread from Sweden. And today I have the flavor cream cheese. So it's actually a 3-pack. So in total, just 90 grams. So crisp bread is very light. And here's like the nutrition table, how much fat. Actually a lot, 27 grams. At 100 carbohydrates, 10% carbohydrates. No, 10% protein, man, sorry. 46 carbohydrates. Okay. So let's have it. I think it's not in the best condition anymore. Can you hear it? But yeah, let's do a review anyway. I think I got a chocolate crisp bread before. And also something with seasonings. So this one is broken. Have you ever heard about Vasa? Have you ever heard about crisp bread? Let me know. Yes, this one is fine. Very good. So crisp bread is crunchy bread with a little bit of season on top. And this particular one has now this creamy, cheesy filling. So I won't cut today. I will break today. Here we go. And now I will eat it. No, I will lick the cream stand alone, I think. Yeah, it's sort of dry. I think this cream cheese they used is addictive. Yes. It's not really super cheesy, but like it's more like butter or margarine or something. And what do I do? So I think it's too dry because of the crisp bread, and the cream filling is very good. Okay, since you are buying a crisp bread, you have to expect dryness. So I think win. Yep. So basically, buying these, you don't have to spread your crisp bread yourself. You have actually a very pleasant one already. Okay. Of course, many greetings to all my Swedish viewers. Yeah, how many of you are out there? Yeah, please share a comment or something. Thanks for watching. Okay, das ist jetzt Vasa. Draußen regnet es etwas, naja. Auf alle Fälle sind das hier wieder diese Vasa-Knäckebrote. Die stellen, das ist ja, glaube ich, der Markenname für die Knäckebrote, oder stellen die etwa noch anders her. Auf alle Fälle hat man hier jetzt quasi schon ein fertig beschmiertes Knäckebrot mit etwas Lanz Käsecreme Cream Cheese. Und es schmeckt sehr, also wenn man das hier so ableckt, schmeckt sehr gut. Erinnert mich jetzt weniger an Käse, mehr Butter oder Margarine. Aber ist lecker. Und das Knäckebrot ist halt sehr trocken. Was will man machen? Es ist Knäckebrot. Aber in irgendeiner Kultur, wo noch nie jemand Knäckebrot gegessen hat, würde man vielleicht Gourmet geben. Aber in Deutschland gibt es das ja auch, deshalb jetzt nicht so ungewöhnlich. Und deshalb sage ich mal Win so. Genau. Hab das selber probiert, wie schmeckt euch das? Jetzt gibt's, ich habe glaube ich schon Schoko reviewed. Gibt einfach, wenn ihr interessiert, einfach Vasa im Suchfeld auf meinem Kanal oder auf meiner Homepage angeben. Und ja, es gab Schoko und dann irgendwie noch Schnittlauch oder so. Gut, das wär's soweit. Hier vielleicht noch die Nährwerte.
Also Fett ist es gar nicht mal so gut mit 27%. Und ansonsten viel Kohlenhydrate und etwas Eiweiß auch. Und nur 30 Grämmchen sind in so einer Verpackungchen drin. Okay, ja, das wär's soweit. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und ja, bis demnächst.